Tabellenführer FC Bayern empfängt Schlusslicht Turbine Potsdam. Ein Sieg und die Münchnerinnen sind zum 5. Mal deutsche MeisterInnen. Die Bayern in den neuen weißen Heimtrikots hochmotiviert mit einem starken Start. 14 Minute, das 1:0 für die Bayern. Saki Kumagai steht goldrichtig nach dieser Ecke von Simon. Magul verlängert, der Campus tobt. Zweites Saisontor für die Japanerinnen und der Anfang ist gemacht. Die Frühführung beruhigt natürlich die Gemüter. Der erste Matchball in Leverkusen vergangene Woche wurde ja beim 0:0 vergeben. Aber die Bayern lassen an diesem Nachmittag keine Zweifel aufkommen. 12. Minute, 2:0, Lea Schüller, 13. Saisontreffer nach dieser Superflanke von Caroline Simon. Schüller kommt völlig unbedrängt zum Kopfball. Ja, ob Turbine tatsächlich zum Stolperstein Richtung Titel werden sollte, war sowieso fraglich. Potsdam gerade einmal 8 Punkte in dieser Spielzeit geholt. Der Abstieg nach 26 Jahren Erstklassigkeit steht schon längst fest. 21. Minute, 3. Treffer für die Bayern. Den Schuss von Lea Schüller kann Anna Wellmann noch parieren. Und dann nutzt Kumagai den Abstauber. Doppelpack für die Japaner. Die Bayern dominieren das Geschehen. Klar, nächste Ecke, Bühl auf Damjanovic, nächstes Tor. Die GastgeberInnen zerlegen Potsdam in ihre Einzelteile. Turbine ist hoffnungslos überfordert. 4:0 nach nicht mal einer halben Stunde. Und es ist ein Spiel als Abbild einer ganzen Saison. Ein souveräner Auftritt der Bayern-Frauen. 30. Minute, Damjanovic mit dem 5:0. Super Zuspiel von Schüller und dann ganz feines Füßchen von Damjanovic. Lässt Jordan ins Leere laufen. Anna Wellmann, die Torhüterin der Potsdamer, kann einem leid tun. Und das Bayerische Torfestival geht munter weiter. 32. Minute, Bühl wird nicht angegriffen. Georgia Stanway, 6:0. Was ist denn hier los? Die Bayern und Potsdam trennen schon jetzt mehr als eine Klasse. Es ist eine Meisterdemonstration der Münchnerinnen. Und noch ist ja noch nicht mal Halbzeit. 37. Minute. Wieder die Bayern. Das Spiel geht nur in eine Richtung. Klasse Kombination. Simon mit der Hereingabe. Und dann Lina Magul. Auch die darf mal ran. Wieder ganz fein gespielt. 7:0. Die Pausenführung. Die Frauen der Bayern lassen überhaupt keine Zweifel offen. Wer neuer deutscher Meister wird. Und auch nach dem Seitenwechsel ändert sich nichts. Es spielen nur die GastgeberInnen. Freistoß Caroline Simon, 8:0, 49. Minute. Wellmann ist noch mit den Fingerspitzen dran, kann den Treffer letztlich aber nicht verhindern. Nächste Standardsituation, da tun sich die Gäste ja richtig schwer und schon wieder klingelt es. 52. Minute, Saki Kumagai. Was für ein Auftritt in ihrem Abschiedsspiel. Sie wird die Bayern nach Saisonende verlassen. 9:0 nach 52 Minuten. Aber eines muss man Turbine lassen. Sie zeigen Moral, sie wehren sich, soweit es geht. 64. Minute, Viktoria Schwalm mit dem Ehrentreffer. Immerhin Balsam auf die geschundene Seele. Dann wird es zweistellig, 75. Minute, Vigastotje, ein schulmäßiger Kopfball zum 10:1. Der Schlusspunkt dann in der 89. Minute. Eine Szene stellvertretend für das gesamte Spiel. Kapitaler Bock
in der Hintermannschaft der Potsdamer. Lea Schüller sagt Dankeschön. 11:1. Die Bayern feiern den höchsten Sieg ihrer Bundesliga-Geschichte im letzten Spiel der Saison. Und um 15.57 Uhr ist es dann perfekt. Die FC Bayern Frauen zum 5. Mal holen sie den Titel und stoßen den VfL Wolfsburg vom Thron. Machen es weit weniger spannend als die Männer tags zuvor. Die stehen anschließend Spalier. Und nach 1976, 2015, 2016 und 2021 heißen die deutschen MeisterInnen wieder FC Bayern. In München gibt es an diesem Wochenende so einiges zu feiern. Männer und Frauen, deutscher Meister, herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.